Ich muss feststellen, dass sich deutlich mehr Personen für die Zukunft des WebGISs interessieren, als dafür zu bezahlen. Finde ich interessant. Wer von Ihnen ist Hobbybenutzer von FOSGIS? Ah, immerhin ein paar, Studenten wahrscheinlich oder sowas. Alle anderen benutzen FOSGIS-Komponenten, welche auch immer, anscheinend, um damit ihr Geld zu verdienen. Finde ich gut. Tue ich auch übrigens. Und ich komme von... Um Geld zu sparen. Ja, und auch um Geld zu verdienen und um Geld zu sparen. Ja. Weil weniger Geld ist ja nicht gar kein Geld. Also für die Öffentlichkeit, für die Verwaltung, ja, zu sparen. Okay, gut. Also, ich mache das auch, davon lebe ich. Und mit meiner Firma SourcePool in Zürich, bin der Geschäftsführer der Firma SourcePool. Und wir sind seit Beginn eigentlich sehr eng auch mit dem QGIS-Projekt verbunden. Wir haben 5 Kernentwickler, die sich täglich mit QGIS beschäftigen und damit ihr Geld verdienen. Man soll es nicht glauben. Für Open Source QGIS bezahlen, was erzählt er für einen Scheiß da? Ne? Wieso? Warum? Ist alles gratis. Er hat es eingeführt, wird jeder sich gedacht haben, wozu für Open Source QGIS bezahlen? Kann ich das alles haben, kann man das runterladen, kann damit spielen, kann damit machen, was ich will. Genau. Gratis Download, gratis installieren, so oft ich will, alle Freiheiten, die die Free Software Foundation mir gibt. Richard Stallmans Geist schwebt immer über der FOSGIS-Welt. Warum soll ich dafür bezahlen? Haben Sie mal darüber nachgedacht, wo das alles herkommt, was Sie da benutzen? Bestimmt. Haben Sie sich vielleicht auch gefragt, und ich bekomme die Frage jedes Mal häufig gestellt auf Tagungen bei Kunden, wovon leben Sie eigentlich? Sie machen da Open Source. Wovon leben Sie eigentlich? Denken Sie mal drüber nach. Aber Open Source ist eben mehr. Mehr als nur gratis Download, gratis installieren, gratis nutzen und glücklich sein. Open Source ist mehr. Open Source ist zum Beispiel digitale Nachhaltigkeit. Im Vergleich zu proprietären Systemen, wir kennen die Geschichte mit Microsoft Office, Dokumentformat, warum ist es so schwierig in Verwaltungen oder in großen Institutionen, Unternehmen, Open Source einzuführen, zum Beispiel Linux, weil es kein Office für Linux gibt. Und weil die Linux-Welt eben nicht hundertprozentig das Office-Dokumentenformat unterstützt. Was passiert? Ist das digital nachhaltig? Ich behaupte nein. Open-Source-Software-Welt, die ist gar nicht daran interessiert, eine proprietäre Bindung der Kunden an mich zu halten. Also hat von Anfang an, ganz im Gegensatz zur Office-Welt, die sehr dominiert worden ist, ganz am Anfang schon, Till hat das auch erwähnt, die OGC-Standards gesetzt. Und Open-Source-Software unterstützt natürlich diese Standards, warum auch nicht. Also, offene Standards ist immer verbunden mit offener Software. Die Nutzer bestimmen die Gestaltung der Systeme, die Nutzer, indem sie zum Beispiel Geld dafür bezahlen. Können sich manche gar nicht vorstellen, aber es ist so. Und die Nutzer erweitern die Systeme. Es gibt aber auch Probleme mit der Software, wie mit jeder anderen Software auch. Sie brauchen Partner in der Softwarewartung zum Beispiel. In der Softwarewartung, nicht im Softwarekauf, nicht in der Lizenzverwaltung. Manche Firmen investieren mehr Know-how und Ressourcen in die Frage, wie kann ich meine Lizenzen am besten verwalten. Das ist alles gar nicht entscheidend. Es gibt eine innovative Weiterentwicklung, selbstverständlich, und langfristige Pflege, weil Sie haben den Quellcode. Und Sie können mit dem Quellcode machen, was Sie wollen. Sie können ihn pflegen, Sie können ihn pflegen lassen. Solange Sie, jeder Einzelne von Ihnen, Interesse daran hat, mit Open Source, mit einer der Komponenten, welche auch immer das ist, zu arbeiten, haben Sie es in der Hand, ob sie weitergepflegt wird. Ganz klar. Also haben wir digital nachhaltige Systeme, wir haben offene Standards, wir haben Datenformate, die auch in Zukunft sicherlich unterstützt werden. Man ist herstellerunabhängig. Ganz klar, in proprietärer Software bestimmt eine Firma über ihr Leben. Das haben wir in der Keynote gehört, die Abhängigkeit zur proprietären Welt. Esri zum Beispiel hat das mit ArcView 3 und Avenue vorgeführt. Wie viele Millionen, Milliarden sind in Avenue Fachschalen und Anwendungen investiert worden? Die sind im Prinzip von heute auf morgen, haben sich in Luft aufgelöst. Man hat wieder die Milliarden neu investieren müssen in die neue Plattform oder hätte es tun müssen. Quintessenz ist die, dass heute noch
wann ist ArcView 3, seit wann wird ArcView 3 von ESRI nicht mehr unterstützt? Bestimmt 15 Jahre oder sicher 12 Jahre, 12, 15 Jahre. Wird immer noch mitgearbeitet. Allerdings bald auch nicht mehr, weil bald kein XP mehr existiert und dann wird es ganz schwierig werden mit ArcView 3. Sie sind auch von dem Erfolg und Misserfolg abhängig der Firma. Wenn die Firma pleite geht und es gibt keinen, der es weiterführt, haben Sie ein Problem. Und Sie sind auch von den Strategien abhängig, eben das ArcView 3 Beispiel. Open Source Software ist es ganz anders. Sie haben den Quellcode und können sich den Hersteller in Anführungszeichen selber auswählen. Sie können sich jemanden suchen und davon gibt es eine ganze Menge, sonst gäbe es die Software ja nicht. Und je komplexer die Software ist, umso mehr Leute gibt es, die damit umgehen können, die auch weiterentwickeln können. Können Sie sich suchen, mit wem wollen Sie zusammenarbeiten? Wer passt Ihnen? Wer gefällt Ihnen? Wer hat die günstigsten Preise? Die Entwicklung ist frei, die Weiterentwicklung und die Nutzung ist frei, das habe ich schon erwähnt. Sie haben mehr Sicherheit. Heute ein großes Thema. Offener Quellcode heißt auch, kontrolliert durch die Community. Transparente Codeverwaltung. Sie wissen, wann, wer, was, zu welcher Zeit gemacht und verändert hat. Können Sie nachvollziehen, weil die Personen oder die Menschen, die was verändern, sind bekannt. Backdoors sind schwer einzubauen. Die letzte Backdoor, die mir bekannt ist, ist die von Samsung im Handy. Baut man eine Backdoor ein, keiner merkt es, der Hersteller weiß es. Super. NSA ist vielleicht dahinter gewesen. Heute ganz großes Thema. Wie wollen Sie eine weltweite Community dazu bewegen, als NSA eine Backdoor einzubauen, die mir Informationen über den User liefert? Ist sehr schwierig. Ist vielleicht möglich, man weiß es nicht. Aber ist sicherlich sehr viel schwieriger, als Microsoft, ich nenne nur als Beispiel Microsoft, per Gerichtsbeschluss dazu zu zwingen, eine Backdoor einzubauen und darüber zu schweigen. Das ist das Schönste daran, dann darüber zu schweigen. Wir dürfen dann nicht mal drüber reden. Logisch dürfen Sie nicht drüber reden. Können Sie mit Open-Source-Software sehr, sehr, sehr viel schwieriger realisieren. Aber dafür jetzt Geld ausgeben? Warum? Ist doch alles gratis. Sie können doch alles runterladen. Alles, was ich Ihnen erzählt habe, haben Sie ja schon. Und soll ich dafür Geld ausgeben? Ist doch Quatsch. Muss man doch nicht. Ich denke schon. Weil Sie setzen vielleicht, und ich habe nur drei Hände gesehen von den Hobby-Usern, Hobby in Anführungszeichen, nicht despektierlich gemeint, alle anderen von Ihnen setzen Open-Source-Software in geschäftskritischen Bereichen ein anscheinend. Mehr oder weniger kritisch. Aber Sie wollen, dass diese Software funktioniert und haben Fragen dazu natürlich. Wer stellt sicher, dass die Software wirklich funktioniert? Und wen kann ich mich wenden? Wo bekomme ich Support? Mailingliste. Ja, aber die Entwickler sind in der Mailingliste nicht gezwungen, Ihnen zu helfen. Wenn Sie eine Frage haben, die niemanden interessiert, dann haben Sie die Frage und es interessiert eben niemanden. Sie bekommen also da keine Hilfe. Sie können, aber müssen nicht. Wer kann mir dann auch helfen? Wer kommt vielleicht zu mir und hilft mir und schraubt bei mir? Wie kann ich meine Investitionen, ich habe eine Migration vielleicht zu machen, ich habe Anwendungen aufgebaut, habe Know-how aufgebaut, ich habe Anwender geschult, wie kann ich das langfristig sichern? Wann weiß ich, dass das morgen alles noch so ist, wie es ist? Mit wem kann ich dann weiterarbeiten? Und ganz wichtige Frage, wenn Sie ankommen und zu irgendeiner Verwaltung zum Beispiel, Unternehmen, da fragt der Entscheidungsträger aus der IT, der Chef fragt dann, ja, und wer übernimmt dann die Verantwortung dafür? Ich nicht. Wir brauchen einen Wartungsvertrag, heißt es dann. Wo kriege ich den? In der Mailingliste bestimmt nicht. Also, ohne LTS, Long-Term Support und Wartung, werden Foskis-Projekte sehr, sehr selten in geschäftskritischen Bereichen eingesetzt. Das ist Tatsache. Vermutlich wissen Sie das selber. Sie sind häufig, also ich kenne Sie ja nicht, aber häufig sitzen hier eben die Leute, die was vorantreiben wollen. Die wollen, finden es cool, Map-Server, Geo-Server, Cookies oder was auch immer einzusetzen, haben aber immer diesen Boliden. Oh, wir haben aber eigentlich ArcGIS, wir haben eigentlich Map-Info, wir haben eigentlich irgendwas anderes, Intergraph. Warum? Weil sie sich nicht durchsetzen können, weil sie eben nicht zu ihren Entscheidungsträgern durchdringen, weil sie dann, ja, ich kann das, es gibt eine Mailingliste, da kann ich Fragen stellen. Das Software, Open-Source-Software, die keinen LTS-Support und keine Wartung anbietet oder um die herum angeboten wird, wird einfach als Freckel-Software betrachtet. Ja? Also geht man auf das Bewährte, da weiß ich, da gibt es einen Partner, also nehme ich das. Was haben Sie noch? Sie haben, wenn Sie einen Wartungsvertrag haben, haben Sie schnelles Bugfixing und planbare Releases. Die Software ist getestet, die ist Open Source. Sie zahlen nichts für die Software in einem Wartungsvertrag, sondern Sie zahlen für eine Dienstleistung was.
Die Software ist frei, downzuladen, Sie können sie frei installieren, Sie können sie so oft installieren, wie Sie wollen. Aber Sie bekommen Langfristigkeit in Ihrer Planung. Sie wissen, wie lange die Software unterstützt wird. Sie entscheiden das selber, vielleicht sogar je nach Wartungsvertrag. Die Software ist gepflegt, also Sie haben Stabilisierung und Planbarkeit. Das ist alles das, was Ihnen von den proprietären Anbietern auf dem Papier angeboten wird. Aber wenn die eine Entscheidung treffen, Version 9 zu Version 10, funktioniert dies und jenes nicht mehr, weil das die Firma so entschieden hat, haben Sie keine Planbarkeit, obwohl Sie einen Wartungsvertrag haben. Interessant. Haben Sie keinen Einfluss drauf. Sie können auf die Entwicklung Einfluss nehmen, wenn Sie wollen, weil Sie einen Ansprechpartner haben, der vielleicht sogar Ihre Sprache spricht. Deutsch in unserem Fall hier. Oder Japanisch in Japan. Ist oft ein Problem, dass Sie oder viele von Ihnen nicht gerne auf Englisch schreiben, eine Mailingliste sich da vielleicht blöd bei vorkommen, wenn Sie einen Fehler machen, also lässt man es bleiben. Und so bleibt immer dieser Frickelstatus bestehen. Da wird immer, ja, wir brauchen es, finden es auch cool, in einfachen Bereichen setzen wir es ein, aber eigentlich haben wir ja was anderes, obwohl es gar nicht nötig wäre. Also in der Zusammenarbeit mit dem Partner sind Sie stark und können sich mit dem Partner auch gegenüber den Entscheidungsträgern positionieren. Und für was bezahlen Sie jetzt letztendlich überhaupt? Das ist jetzt auch die Gretchenfrage an der ganzen Geschichte. Ja, LTS, Wartung und Support, ist Dienstleistung und nicht Softwarelizenz. Ganz wichtig, wir reden von Open-Source-Software, von GPL-lizenzierter Software. Also bekommen Sie Dienstleistung und nicht die Softwarelizenz. Sie haben eine Software, mit der Sie machen können, was Sie wollen, aber eine Dienstleistung dazu. Und die Dienstleistung, die gibt Ihnen die Investitionssicherheit. Sie können investieren. Und Sie wissen, ich habe einen Vertrag, ich habe einen Partner mit allen rechtlichen Konsequenzen für alle Seiten und meine Investition ist gesichert, was bei Frickel Software eben nicht der Fall ist. Aber die Software ist und bleibt frei. Also Sie haben die Vorteile der Open Source Software, die ich Ihnen genannt habe, digitale Nachhaltigkeit, Herstellerunabhängigkeit und wenn Ihnen der Partner, mit dem Sie einen Wartungsvertrag abgeschlossen haben, eben nicht mehr passt, dann suchen Sie einen anderen mit der gleichen Software. Ist doch prima. Was wollen Sie mehr? Sie sind frei und die Software bleibt frei. Die Software ist gratis und Sie können damit machen, was Sie wollen. Beispiele für LTS. Oh, Red Hat Enterprise Linux. Red Hat ist ein gigantisches Unternehmen, was auf Open Source Software aufbaut. Damit sollte die Frage eigentlich schon beantwortet sein, womit verdienen Sie Ihr Geld? Wovon leben Sie eigentlich? Red Hat lebt, ich kenne die Geschäftszahlen nicht, aber die sind im recht guten, hohen Millionen, Milliardenbereich. Was macht Red Hat? Red Hat nimmt Linux. Linux ist Open Source, ist der Kernel vom Betriebssystem, baut da herum Komponenten aus der Community, auch lizenzierte Komponenten, wartet die, pflegt die, veredelt die. Und gleichzeitig unterstützt Red Hat mit hohen Ressourcen, sowohl finanzieller Art als auch mit personellen Ressourcen, die Weiterentwicklung des Linux-Kernels und der Komponenten, die Sie pflegen. Also Red Hat, wenn Sie irgendwo, wo Sie sind, wir zum Beispiel Versicherungen, Banken, Verwaltungen, wird viel mit Linux gearbeitet und wenn, dann immer mit Red Hat. Red Hat Enterprise Linux. Warum? Weil Sie einen Wartungsvertrag bekommen dafür und nichts anderes. Anderes Beispiel ist Kugis Enterprise, was wir als Wartungsvertrag so vertreiben, da habe ich ja auch erwähnt, basiert auf dem gleichen Prinzip. Sie bekommen eine veredelte Software, die frei ist und können mit der bekommen Wartung und Support für diese Software. Was ist Kugis Enterprise LTS, um da nochmal, weil wir hier ja von FOSGIS reden, darauf einzugehen, das ist effektiv ein eigener Branch, der gepflegt wird von den Kernentwicklern und nur dadurch ist auch, das kann man jetzt mit Naserümpfen sehen oder wie auch immer, dadurch ist überhaupt Bewartung möglich, weil man muss eine gewisse Hand über dem Quellcode haben, so macht das Red Hat auch. Und hat deswegen auch zwei Projekte, Fedora als das Community-Projekt und Red Hat Enterprise Linux, was, haben wir schon? Oh, 5 Minuten noch, ne? Ja. Red Hat Enterprise Linux als die supportete Version. Und Sie bekommen langfristige Sicherheit und erhalten den Support. Jetzt können Sie sich natürlich fragen, wie sieht das Projekt? Da kommt dann eine Firma her und macht ein Geschäft damit. Aber das ist ja so gewollt. Man will das ja. Es ist ja nicht so, dass man kein Geld damit verdient, sondern ganz im Gegenteil. Wir alle verdienen Geld mit Open Source Software.
oder sparen Geld, aber an unserem Arbeitsplatz, wo wir für bezahlt werden, verdienen wir Geld damit und benutzen es. Weil wir so gut gespart haben, bekommen wir vielleicht noch einen Bonus dafür. Das ist ja gut so. Das Projekt profitiert natürlich, genauso wie das Linux-Projekt mit Red Hat von Red Hat profitiert, profitiert das Google-Projekt auch, weil die unserer Erfahrung nach die Kunden, die jetzt für was bezahlen, plötzlich viel mehr Bugs finden als die Community, die einen nicht dafür bezahlt. Man muss sich für, um einen Bug zu reporten, muss man sich hinsetzen, formulieren, was der Bug ist. Und wenn ich bezahle, dann plötzlich habe ich ein Interesse daran, dass der Bug gefixt wird. Und der wird gefixt, das kostet mich nichts. Ich weiß, dass er gefixt wird, weil ich habe ja einen Vertrag. Also wird der Fix im nächsten Release drin sein, je nachdem, wie kritisch er ist. Und diese Bugfixes fließen auch wieder in die Community-Version ein. Also mit dem Wartungsvertrag oder mit einem Wartungsvertrag wie in der Form profitiert die Community enorm, weil es viel mehr Tester gibt und weil es die Fixes gibt und auch die Commits dann in die Community, in den Master von QGIS. Also unterstützt man mit einem Wartungsvertrag aktiv die Community. Das ist bei Red Hat, bei Linux so und das ist in unserem Fall mit QGIS auch so. Also, das Fazit. Dann komme ich zum Ende, dann bin ich auch ganz gut in der Zeit. LTS, Open Source Software, welche auch immer. Ich habe jetzt zwei Beispiele genannt. Es kann viele andere weitere Beispiele geben. Gibt es aber leider nicht. Ist frei und bleibt frei, die Software. Logisch. LTS ist Long-Term Support für die Wartung. Bezahlen, bezahlt wird die Wartung und der Support. Sie bekommen hohe Betriebssicherheit, aber die kostet eben auch was. Sie können nichts haben, nicht alles haben und nichts dafür bezahlen wollen. Sie bezahlen ja auch für anderes. Und Foskis profitiert grundsätzlich von dem kommerziellen Einfluss. Früher hat es das gegeben, Till hat das gesagt, der Danny Morissette macht eine Abschlussveranstaltung, den Abschlussvortrag. Der M-Solutions ist maßgeblich an der Entwicklung von Mapserver beteiligt mit kommerziellem Interesse. Das wäre heute lange nicht so weit. Foskis ist vor allen Dingen die Firma Refractions in Victoria, die Foskis entwickelt hat, mit kommerziellem Interesse natürlich. Im QGIS-Projekt ist es ein bisschen anders, weil es ein komplett volunteer-getriebenes Projekt war, wo eigentlich bisher nie eine Firma in der Form so aufgetreten ist. Es gibt Support, aber es gibt eben, gab das nie so in der Position. Aber grundsätzlich mit Wartung und Support profitiert jedes angesprochene Foskis-Projekt. Gut, ich denke, ich bin in der Zeit. Vielleicht haben Sie Fragen. Können wir gerne auch über die Fragen noch reden. Ja, danke Horst. Super in der Zeit. Und Fragen gibt es anscheinend. Ich fange mal gleich hier vorne an. Ja, Horst, ernstes Thema, ernste Frage. Also, als ich das letzte Mal in der Kommission war in Brüssel, da ging ich durch die Tür, links stand Oracle und sagt, wir sind Open Source. An der rechten Seite stand die Firma Esri und schrieb, wir machen auch Open Source, beides schön auf Englisch. Aber wenn wir jetzt damit Geld verdienen oder ihr damit Geld verdient und wir damit Geld sparen, sollte man dann nicht einführen, dass die Firmen, die beitragen, auch ihre Beiträge, ob finanziell, ob mit Codesprints, ob mit Ressourcen, offiziell und auf einer Webseite deklarieren und uns zeigen? Der Grund ist, wir haben im Augenblick ein Projekt mit 1420 europäischen Partnern. Bei einer Umfrage, die ich gemacht habe, haben 30% gesagt, wir machen auch Open Source. Von den deutschen Firmen, die geantwortet haben, sehe ich keine hier. Und ich kenne auch nicht ihre Beiträge. Ich habe versucht, sie in Mailinglisten, Bloglisten und so weiter zu finden und fürchte, es gibt viele mittlerweile, die unter falschem Segel segeln. Und wäre es nicht an der Zeit zu sagen, die ehrlichen, richtigen Contributors zeigen ihren Beitrag, ob es Google ist mit Codesprint oder andere, offen, dass wir anderen auch wissen, wem wir trauen und wem nicht. Also im QGIS-Projekt, ich kann jetzt nur für das sprechen, weil ich bei den anderen die Übersicht nicht habe, ist das so, auf der QGIS-Homepage wird jedes Sponsoring publiziert. Man kann über PayPal mit einem Donation-Knopf oder Button drücken und 5 Euro spenden und der Name wird publiziert von der Person, die 5 Euro gespendet hat oder 100. Dann gibt es natürlich Gold, Platin, Bronze und sonstige Sponsorings. Ja, euer Umsatz pro Jahr, Anteil gegeben an also machen wir nicht. Was wir tun, ist, wir sponsern sehr, sehr viel. Wir haben da auch, glaube ich, gestern drüber gesprochen. Wir publizieren das nicht, nein. Wäre das nicht eine Erwartung, die man dann haben kann? Kann man drüber diskutieren, ja.
schwieriges Thema. Ja, wir nutzen das in unserer Firma, aber alles auf Windows. Und da kommen manchmal Probleme vor. Und ist das da in dem Vertrag enthalten, ist die erste Frage. Und zweite Frage, wenn ich bei Ihnen einen Vertrag, Wartungsvertrag abschließe, erstens, was kostet es natürlich? Mhm. Also gibt es da Programme oder Abstufungen? Und erspare ich mir dann das Schreiben eben in die Mailingliste, dass ich einfach dann Sie anrufe und dann sofort eine Antwort bekomme. Auch Problem, was jetzt nicht mit, sag ich mal, jetzt nichts mit einem Fehler zu tun hat, sondern mit einer Fragestellung, wo ich eine Lösung habe. Ja, ganz genau. Das ist ja der Sinn eines Support-Vertrages. Also, was war die erste Frage jetzt mit Windows? Ich habe den Eindruck, dass es manchmal auch Linux, was ich zu Hause nutze, besser war, als wenn ich es auch arbeite. Ja, das ist jetzt genau der Punkt, ich habe das angesprochen soeben, dass es ein Fork ist. Ja, also QGIS Enterprise, in unserem Fall ist QGIS, ist abgezweigt worden von dem Master, weil genau jetzt kommt das Problem. Die Windows-Version wird von anderen Leuten gemacht als die Linux-Version. Kompilieren Sie selber, was haben Sie für ein Umfeld, was haben Sie alles für Komponenten installiert auf Ihrem Rechner. Alles das führt natürlich dazu, dass solche Probleme entstehen. Aber grundsätzlich klar, dafür ist ja ein Wartungsvertrag da. Und darum gibt es eben eine eigene QGIS-Version, wir machen einen Vertrag, das heißt, wir haben eine rechtliche Bindung. Ich kann nicht einen Vertrag über was machen, wo ich überhaupt keine Kontrolle drüber habe. Wenn Sie den QGIS Master nehmen oder die Entwicklung von QGIS, da wird ein Bug gefixt von uns. 3 Tage später ist ein neuer Bug drin an derselben Stelle, weil jemand anders zur gleichen Zeit auch gedacht hat, das ist aber viel besser. Da kann ich ja mit Ihnen keinen Wartungsvertrag machen, wenn ich überhaupt keinen Einfluss darauf habe, wie sich die Software entwickelt und was reinkommt. Das Erste. Deswegen ist das selbstverständlich abgedeckt. Und was es kostet, da müssen wir uns drüber unterhalten, das machen wir sicherlich nicht hier, aber es gibt die Größenordnungen sind sehr variabel, weil es gibt sehr viele Komponenten, die man in Wartung nehmen kann oder nicht. Ob Sie jetzt anrufen können oder nur Mail schreiben können oder nicht, ob Sie 24 Stunden anrufen können oder nicht, 7 Tage die Woche oder nicht, alles das sind Fragen. Darum, wir können uns gerne darüber unterhalten, aber da müssen Sie wissen, was Sie wollen, dann kann man einen Preis machen. Also das kann man sicherlich gleich auch in der Pause oder nachher. Ja. Der Horst ist ja noch ein bisschen länger da. Weitere Fragen? Kommentar? Mein Name ist Andreas Hotschewa. Ich bin als Konsulent für die Firma Boundless tätig, die auch ähnliche Support-Lösungen anbietet für Open-Source-Software. Eine Sache möchte ich sagen zur ersten Frage, zu dieser Anregung, die Umsätze und Investitionen in diese Open-Source-Projekte von Firmen, die da mitarbeiten, zu publizieren. Ich glaube, das ist der falsche Indikator. In Open-Source-Projekten gibt es bessere Indikatoren. Man weiß ja, welche Entwickler für welche Firmen tätig sind und man sieht in der GitHub-Historie oder wo immer das Projekt gehostet ist, ja auch, wer wie viel dort beiträgt, wenn man sich damit beschäftigt, und das ist ein besserer Indikator. Eine zweite Sache noch, Forks zu machen für den kommerziellen Support ist eine Lösung. Boundless geht einen etwas anderen Weg. Wir versuchen wirklich aktiv Governance zu betreiben in diesen Open-Source-Projekten. Das heißt, Entwickler, die für Boundless tätig sind, sind auch in den Steering-Committees, also in den Steuerungsgremien dieser Open-Source-Projekte. Und dadurch ist es in der Regel nicht nötig, mit einem Fork zu arbeiten. Bei diesem Modell kommen Änderungen direkt in Master, und Forks werden nur für kundenspezifische Probleme und temporär angefertigt, wenn ein Bugfix durch einen längeren Diskussionsprozess gehen muss. Aber das sind eben verschiedene Modelle, wie man damit umgehen kann. Ja, das wäre es eigentlich. Darf ich da eine Bemerkung zu machen? Aber immer. Bei QGIS ist das ein Spezialfall. Bei QGIS zwischen der Version 1 und 2 die Architektur intern geändert hat. Die API hat sich geändert. Und von dem her ist es erforderlich, dass QGIS in der Version 1 gepflegt wird, weitergepflegt wird mit der API, weil es gibt eine ganze Reihe, und es ist eine ähnliche Situation wie mit ArcView, weil es eben eine ganze Reihe von Anwendungen und Plugins gibt, die in der 2 nicht lauffähig wären. Und deswegen ist es erforderlich gewesen, auch einen Stand wegzunehmen, auf dem weitergearbeitet wird, der sowohl
2 als auch 1 kompatibel ist. Und das kann man mit dem Community-Projekt nicht erreichen.